Guten Tag, mein Name ist Cotillon. Ich bin Schauspielerin, arbeite aktuell bei dem Stück Kim Jong geboren 1982 am Schauspiel Köln. Bei diesem Film Zwischen uns der Fluss durfte ich die Figur Kam verkörpern. Und kannst du uns was zu dieser Figur erzählen? Was ist das für eine Person, die du da spielst? Kam ist eine Figur, sie ist Vietnamdeutsche, sie ist in Berlin geboren. Ihre Eltern haben in Berlin einen kleinen Supermarkt. Das ist so die Vorgeschichte oder der Unterbau, den ich hatte. Kam ist eine sehr ehrgeizige junge Frau. Sie möchte Karriere machen, studieren und es in ihrem Leben weiterbringen, als ihre Eltern es gemacht haben. Darum entscheidet sie sich, in Dresden zu studieren, versucht es und wird dort leider überfallen und hat dadurch einen sehr großen Schock erlitten, den sie aber im Laufe der Geschichte überwinden wird. Das ist jetzt praktisch die Vorgeschichte, die du erzählst, und der Film beginnt aber an einer ganz bestimmten Stelle sozusagen, ja, in der Biografie von Kam. Mhm. In dem Film beginnt es, dass Kam in einem Krankenhaus zum ersten Mal auftaucht. Sie spricht nicht, eben weil ihr etwas widerfahren ist, wo sie ihre Sprache verliert. Nicht nur körperlich wurde sie quasi, sie wurde nicht nur körperlich angegriffen, sondern ihre Seele wurde angegriffen. Sie ist sprachlos, sie ist voller Wut und Verzweiflung, weiß aber gar nicht so richtig, glaube ich, sich verbal zu äußern. Und das ist so der Zustand, in dem wir ihr begegnen, in dem ich ihr auch begegnet bin. Und das fängt in dem Moment an, wo dann der Figur von Kam jemand zugeordnet wird, irgendwie eine Begegnung stattfindet mit einer anderen Person, die zweite Hauptrolle im Film ist. Kannst du was erzählen zu der Person, mit der du dann ja über den Film auch am meisten zu tun hast und auch spielst? Mhm. Wie fange ich damit an? Ich mache hier immer. Kannst du anfangen mit, der Film beginnt an der beginnt da, wo eine Frau mit dir zugeordnet wird, die mit dir Zeit verbringen soll, sowas in der Richtung. Mhm. Also der Film beginnt mit der Figur Alice, die wir am Anfang sehen. Sie soll Sozialstunden in einer Psychiatrie leisten und begegnet meiner Figur, die sprachlose Kam. Und Alice ist eine junge, ambitionierte Architekturstudentin, die sich sehr für die Umwelt engagiert und ein Gutmensch ist. Sie glaubt an das Gute im Menschen und ist davon überzeugt, dass sie Kam überreden kann, aus sich herauszukommen, und drängt sie sozusagen dazu, gesund zu sein wieder. So beginnt dieser Film mit dem Clash der zwei Frauen, dass die eine Frau ungeduldig sie dazu drängt, zu sprechen, normal zu sein oder ihr Informationen zu geben, damit sie dieser anderen Person helfen kann, wenn sie das sollte, was sie auch durchaus tun würde. Jetzt haben wir eine Situation, in der die eine Person eigentlich verweigert, zu kommunizieren, und die andere in diese Situation gekommen ist, ohne dass sie sich diese ausgesucht hätte, denn die ist ja unfreiwillig da. Das heißt, eine denkbar ungünstige Konstellation eigentlich von zwei Personen, die aufeinandertreffen, ja, und dann miteinander tatsächlich eine Geschichte bekommen dann auch. Ne? Mhm. Das ist natürlich in der Kombination, in der ihr beide da zusammenspielt, sehr, sehr wichtig, dass ihr da
gut zusammengearbeitet hat. Kannst du was erzählen zu deiner Arbeit mit Lena in diesem Film? Lena und ich haben zusammen die Figuren Alice und Cam zugeteilt bekommen. Es gab ein Gerüst, es gab ein Drehbuch, in dem diese unfreiwillige Situation des Zusammentreffens der beiden Frauen vorgegeben war. Die Figuren waren am Anfang eher stereotypisch und vom Regisseur Michael Klier wurde verlangt, dass wir diese Frauen verkörpern, was wir in den expliziten Situationen anstelle von Cam, anstelle von Alice tun würden. Und Lena und ich haben uns sehr stark ausgetauscht. Wir haben am Anfang alle Dialoge durchgesprochen und uns gefragt, was wir sagen würden, ob wir das wirklich so sagen würden, warum wir in diese Situation reingehen. Und haben dann neue Texte geschrieben, je nach Situation, und mit Michael uns sehr stark ausgetauscht. Wir haben über Rassismus oder Alltagsrassismus gesprochen, dass in dem Moment, wenn die Figur Cam nicht spricht und Alice nur einer asiatisch aussehenden Person begegnet, wie sie die Person angreift, ohne dass sie das möchte, weil sie Annahmen hat, nur aufgrund des Aussehens. Genauso ist es aber auch von Cams Seite, dass sie einfach eine deutsche junge Frau sieht und sich ihren Teil denkt. Und ich glaube, diese Reibung war sehr interessant und darüber haben wir sehr viel gesprochen. Es ging sehr viel um Körpersprache, was man in einem Buch nicht vorher schreiben kann. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist ja auch das Tolle an dem Film, dass man das aber spürt, auch wenn es nicht über Dialoge transportiert wird oder nicht nur über Dialoge transportiert wird, sondern ja auch einfach über das von körperliche Verhalten von zwei Personen in einem Raum ganz viel passiert. Du hast schon gesagt, es gab ein Drehbuch, aber ihr habt auf der Basis des Drehbuches dann trotzdem vieles auch erst dann wirklich erarbeitet miteinander, was man auch wirklich erst erarbeiten kann, wenn man den Austausch mit den Personen hat. Kannst du da noch was zu erzählen, wie diese Zusammenarbeit war zwischen Regisseur, dem Drehbuch, mit dem ihr gearbeitet habt, und dem, wie ihr dann auch Szenen erarbeitet habt? Michael Klier, der Regisseur, und Karin Aström, die Autorin, hatten zusammen ein Buch geschrieben, wo meiner Meinung nach zwei Figuren schon gesetzt waren, die gewisse Stationen durchlaufen sind. Ich bin es gewöhnt, dass man ein Drehbuch erhält und man eine Chronologie hat, dass man sich ein Kostümbild oder ein Maskenbild ausdenkt und sozusagen die Zeit auch so im Aussehen oder halt immer unsichtbarer. Das haben wir dann alles widerlegt, weil wir wussten, es ging gar nicht um das Äußerliche, sondern es ging darum, dass zwei Menschen einander unfreiwillig kennenlernen und dadurch aber auch lieben lernen, dass eine Freundschaft entsteht und eine Intimität entsteht. Dann ist sozusagen dieser Workshop-Charakter entstanden, dass Michael mit Karin, die in Schweden dann uns zugearbeitet hat, als MentorInnen uns quasi geleitet haben. Wir wussten, wir treffen uns zum Beispiel in der Psychiatrie. Die eine Person spricht nicht oder spricht nur wenig. Die andere Person drängt sie dazu. Es gab sozusagen Improvisationsgrundlagen, zu denen wir gebeten wurden, intensiv zu improvisieren. Ja. Und Teile dieser Improvisationen sind dann auch im Film gelandet. Das heißt, sie sind dann auch wirklich Szenen geworden, die im Film jetzt so zu sehen sind. Ja, es sind viele Improvisationen in dem Film gelandet. Wenn man sagt Improvisation, dann klingt das vielleicht so, als wäre es etwas Spontanes. Aber es wurden Texte improvisiert und darauf basierend wurden dann neue Szenen vielleicht auch, wurden dann im Laufe der Dreharbeiten entwickelt. Oder
es hat an dem Verlauf, wie die Entwicklung der Figuren betraf, massiv gesteuert. Wir haben die Entwicklung der Geschichte ein bisschen verändert, dadurch, dass der Anfang anders wurde. Das heißt, es ging dann eben auch nicht nur um die Entwicklung einzelner Szenen oder auch nicht nur um sozusagen die Entwicklung dieses Verhältnisses der zwei Hauptprotagonistinnen im Film, sondern ja auch um die gesamte Dramaturgie des Films. Das war ja auch tatsächlich was ihr im Team letztendlich miteinander erarbeitet habt, mit Michael Klier, aber auch dann später noch mit der Gaia von Schwarze, die auch den Schnitt gemacht hat für den Film. Wie weit wart ihr denn nach den Dreharbeiten noch sozusagen involviert, auch in die Dramaturgie des Films? Nach den Dreharbeiten begann, so wie ich erfahren habe, ein sehr langer Prozess des Schneidens mit Gaia von Schwarze, die Editorin unseres Films ist und die Geschichte auch maßgeblich gelenkt hat. In dem Sinne, dass sie mit Michael Klier zusammen sich über ein halbes Jahr lang damit auseinandergesetzt hat, mit dem Material, das schon da war. Und wie ich schon sagte, dadurch, dass wir die Figuren angefüttert haben, war das Ende, was am Anfang vorgegeben war, nicht mehr wichtig, nicht mehr so wichtig, sondern die Werte waren zwar da, aber wir haben uns gefragt, wie können wir die Werte, die uns, im Film begegnet sind, verstärken, dadurch ein passenderes Ende. Und dadurch gab es mehrere Varianten, wie man das erzählen könnte. Uns waren die Themen Antirassismus sehr wichtig, Umweltbewusstsein waren uns wichtig, Feminismus natürlich auch. Und wie kann man diesen Willen der jungen Menschen, die dort in dem Film gezeigt werden, zutreffend darstellen? Das war die größte Frage. Und deswegen wurden wir ganz oft gefragt, Voice-Over-Texte zum Beispiel zu schreiben, bei einem Übergang oder beim Verlauf der Geschichte, was die Personen gedacht haben, wohin sie gehen mit der Begegnung, mit einer neuen Freundschaft, wie sie sich entwickeln, was sie vorhaben. Und und da haben wir mehrere Sachen geschrieben, mehrere Enden ausprobiert, durften uns die Varianten anschauen. Ja, und haben noch weiter geschrieben. Was ich ja auch noch als Thema ganz wichtig finde, was in dem Film auch, finde ich, eine große Rolle spielt, ist die Frage, wie geht eine Gesellschaft mit Menschen um, die tatsächlich traumatisiert worden sind? Wie hilft man denen? Ja, und wenn man jetzt sieht, dass da im Film im Grunde genommen jemand als unfreiwillig und unvorbereitet dann irgendwie da einfach dann eigentlich nur den Rat gibt, sei einfach da und guck mal, was geht, ist das ja wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Ne? Und irgendwie der Film gibt aber ja dann irgendwie auch eine hoffnungsvolle Perspektive, weil einfach dann doch ein Austausch zwischen diesen zwei Personen zustande kommt. Aber im Prinzip zeichnet er ja auch ein Bild, wo man sieht, dass die Gesellschaft eigentlich nicht gut darauf vorbereitet ist, dass Menschen traumatisiert werden und auch Hilfe brauchen. Kannst du da was zu erzählen? War das auch ein Thema für euch in der Herstellung des Films? Schwer darauf zu antworten. Ja. In unserem Film wird auf jeden Fall gezeigt, dass die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet ist oder nicht genug gerüstet ist für Menschen, die Hilfe brauchen, die traumatisiert sind. Kam es ein Privatfall, der viele strukturelle Lücken und Fehlstellen aufzeigt. Es wird eine junge Frau, die überhaupt nicht ausgebildet ist,
ihr zugewiesen. In der realen Welt ist es ein Glück überhaupt, dass sie einander mochten offenbar, weil sonst wäre diese Verbindung nicht entstanden. Sozialstunden leistet man widerwillig, man macht sie schnell und bringt sie zu Ende, und die Figur Alice macht es zu ihrem eigenen Ehrgeiz oder aus ihrer eigenen Überzeugung, dass sie jemandem helfen möchte. Und auch dieser Gedanke von, ich muss jemandem helfen, kann auch gegen Widerstand stoßen. Und es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die glücklich endet oder eben einfach das zeigt, dass, wie es auch sein könnte. Aber auf jeden Fall zeigt dieser Film auch, dass es niemanden eigentlich gibt, der die Menschen Hilfestellung leisten kann. Zum Schluss noch zum Titel des Films. Mhm. Der ist ja auch erarbeitet worden. Ja. Ich habe so natürlich auch meine eigenen Interpretationen dazu. Irgendwie. Mhm. Was kannst du sagen zum Titel des Films? Wie passt er zu dem, was wir jetzt besprochen haben, und was für dich auch Thema des Films ist? Unser Titel Zwischen uns, der Fluss, wurde vorgeschlagen, unter anderem, also wir hatten mehrere Titel zur Auswahl natürlich. Der letztendliche Titel Zwischen uns, der Fluss, wurde von Karin vorgeschlagen und wir wussten, der passt am besten. Erst einmal ist ja die Elbe in Dresden ein sehr, sehr großes oder das wichtigste Motiv in unserem Film. Der Fluss, der Flow, das ist zum Beispiel ein Wortspiel, wo ich persönlich auch sehr viel damit anfangen konnte, weil wir hatten auch überlegt, ob man den einfach nur der Fluss nennt, weil es zeigt zwei Frauen, die im Fluss sind. Sie bewegen sich und sie entwickeln sich weiter und gehen irgendwo hin, und wir möchten sehen, wie ihr Meer aussieht. Dann sieht man, also der Film heißt ja Zwischen uns der Fluss, spielt auf Klassismus an, auch in Dresden, dass man sieht, es gibt eine Plattenbausiedlung und dann gibt es eine schöne Villensiedlung. Ja, dieser Fluss, der zwischen uns ist, und zwei Frauen, die mit einer Fähre sie überqueren, einander kennenlernen und einen Weg gefunden haben, wie sie über diesen Fluss gehen können. Und der Fluss ist zwar zwischen ihnen, aber sie sehen den Fluss und sie sind im Fluss. Und deswegen finde ich den Titel sehr passend zu unserem Film.